Architektonisch gesehen ist die Villa Herminghaus ein Kleinod in Velbert Mitte und musste in ihrer Schönheit natürlich bewahrt werden. Die Nutzung des Gebäudes als Museum erforderte allerdings eine Vergrößerung der Räumlichkeit. Eine mögliche Nutzung mit maximal 180 Quadratmeter als Ausstellungsfläche in der Villa wäre doch etwas mager bemessen gewesen. Deswegen sah der Entwurf vor, den Altbau über einen Zwischenbau mit einer großen, neuen Ausstellungshalle zu versehen. So entstand ein Gebäudeensemble, das Alt- und Neubau zu einer Einheit zusammenführt. Inhaltlich gesehen spiegelt sich an diesem Entwurf die Historie und Gegenwart Velberts wider. Während die denkmalgeschützte Villa einst einem hiesigen Fabrikanten gehörte, der in der Schloss- und Beschlägeindustrie tätig war, steht die neue Ausstellungshalle für die Gegenwart und die aktuellen Firmen der Schloss- und Beschlägeindustrie in Velbert. Dieser Bezug zur heutigen Industrie wird insbesondere durch die Fassadengestaltung der hinzugefügten Gebäudeteile sichtbar. Denn der Neubau wird komplett mit gebürsteter Aluminiumtafeln versehen. Somit erfolgt durch die neue Architektur ein Brückenschlag zwischen Altem und Neuem, der Vergangenheit und der Gegenwart bzw. der Zukunft der Industrie am Standort Velbert. Die gesamte Architektur der neuen Ausstellungshalle ist auf die Bedürfnisse des Nutzers, sprich des Museums, ausgerichtet. Museumsmacher und Architekten stimmten sich in diversen Punkten ab. Dabei war es uns wichtig, ein helles und freundliches Foyer zu schaffen, in das die Besucherinnen und Besucher eintreten werden. Um eine positive, einladende Atmosphäre zu schaffen, wurde der Eingangsbereich komplett verglast. Weitere große Fenster bringen ebenfalls Licht in das moderne Foyer und ermöglichen bereits von außen einen Einblick in das Gebäude. Ganz anders verhält es sich in der neuen Dauerausstellung. Der Wunsch des Museumsteams war eine fensterlose Halle ohne störende Gebäudestützen im Inneren, um eine größtmögliche Flexibilität und Freiheit für die Ausstellung zu erreichen. Des Weiteren kann der neuen Ausstellungshalle die künstliche Beleuchtung hierdurch effektiv eingesetzt werden. Man erkennt aber von außen, dass sowohl im Foyer als auch in der neuen Dauerausstellung insgesamt 4 Fenster eingeplant wurden. Hierbei handelte es sich um Vitrinen, welche zur Oststraße und somit zum Bürgersteig ausgerichtet sind. Hier kann das Museumsteam Veranstaltungen und Sonderausstellungen bewerben. Die Vitrinen sind nur von außen, nicht von innen, einsehbar. Das Museumsteam plant zahlreiche Aktionen und Feste im Verlauf eines Jahres. Hierdurch wurde ein großer Vorplatz geplant, der während des normalen Museumsbetriebs auch zum Verweilen einlädt. Bei Abendveranstaltungen kann die Terrasse überdies ausgeleuchtet werden. Sitzmöglichkeiten rund um den Außenbereich laden überdies zum Verweilen ein. Uns war es bei den Planungen wichtig, möglichst viel des vorhandenen Baumbestands zu bewahren. Einst grenzte an die Villa Herminghaus eine Grünfläche mit einem zugehörigen Garten. Somit war klar, dass wir hier einen begrünten Bereich einplanen. Durch diesen führen in Stegform 2 Wege Richtung Haupteingang und Vorplatz des Museums und stellen die Verbindung zwischen Außen und Innen her. Die historische Villa Herminghaus wird eine akzentuierte Beleuchtung über Bodenstrahler erhalten, welche die Villa in Szene setzen werden.